Für unsere neue Farm wurde ein Platz auserkoren, und zwar hier oben im dichten Wald irgendwo. Hier müsste der Bauplatz sein, hier sieht man den. Da muss jetzt erstmal abgeholzt werden von unseren Förstern, bevor wir dann, und natürlich das Gebäude gebaut werden, bevor wir dann anfangen, die Felder zu planen. Und geplant ist, dass wir hier den Bereich erstmal voll machen, den hier vielleicht auch noch mitnehmen. Aber erst, wenn die anderen Felder fertig sind. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier genügend Gerste, Weizen, wahrscheinlich noch Flachs oder Hanf mit anbauen. Und das dann entsprechend hier die Probleme bzw. der Notstand für die Brauerei und natürlich auch für die Schweinchen der Vergangenheit angehören. Das wäre schon mal ganz schön. Währenddessen warten wir immer noch auf eine Steinlieferung. Momentan bietet uns niemand Stein an. Ich habe jetzt mal neu geladen. Vielleicht hat sich das Spiel irgendwie verschluckt. Ich weiß es nicht, weil immer nur Händler von Bala und der Katschi kamen. Wenn alles nichts hilft, dann müssen wir einfach mal selber nach Pani zum Beispiel jemanden rüberschicken. 20 Gold können wir einfach mal hier investieren und schauen mal, was es dort dann so gibt. Hier vorne fehlt es auch wieder an Geld. Eieiei, ihr habt aber echt, keine Ahnung. Also wenn das so weitergeht, dann wird hier das bedingungslose Grundeinkommen in Ostriff eingeführt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was ist eigentlich das hier drüben? Wieso, wer bist du so abschüssig von der Familie hier? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jefrosinja. Ist eine eigene Familie, das ist okay. Ist das die Tochter nochmal? Seltsam, oder? Könnte sein, dass... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn es die Tochter wäre, dann müsste die ja irgendwo hier mit auftauchen. Komisch. So, Pani. Jetzt gucken wir mal. Fensterglas. Getrockneter Fisch. Met. Wir haben aktuell schon 900 Einheiten. Okay, du hast gar nichts, was wir aktuell brauchen können. Und wir haben wahrscheinlich gar nichts, was du brauchen kannst. Wir könnten dir noch irgendwie 30 Klamotten vielleicht mal verkaufen. Ah, vielleicht noch ein bisschen so Broadcloth, Wollstoff, 200. Die Onions, die Zwiebeln, die sind uns beim letzten Mal ja kaputt gegangen. Ne? Da könnte man vielleicht mal anfangen, 0,08 ist halt sehr wenig. Da lohnt sich der Aufwand nicht. 1300 Äpfel wird uns wahrscheinlich kaputt gehen. Na gut, also das hat sich nicht so wirklich gelohnt, aber zumindest es funktioniert noch, ne? Auch wenn von uns initiiert jetzt der Handel, es funktioniert immer noch ganz gut. Vielleicht hatten wir einfach nur Pech, dass zufälligerweise immer nur die gleichen zwei Dörfer bei uns angefragt haben. Kohle ist auch schon da, wunderbar. Der Dimitro ist gestorben. 86, nicht an Krankheit, sondern an altem Alter. Das heißt... Wir brauchen ein weiteres Grab. Wir haben schon lange nicht mal niemanden mehr beerdigt. Von daher, das ist ganz okay, dass der jetzt hier stirbt. Wir gucken noch kurz rein. 1734 angekommen. Hat in der Zimmerei gearbeitet. Und 1735 gestorben. Jetzt ist gleich nochmal jemand gestorben. Jaroslav ist gestorben. Auch an altem Alter. Ich wollte eigentlich nichts sagen, ne? Aber ich verbuche das mal als Zufall. So, wir schauen mal bei dir. Angekommen 1734. Die sind erst angekommen, ne? Aber die sind schon in hohem Alter angekommen. Hat dann nochmal bei den Zugwagen gearbeitet und ist dann gestorben. Komischerweise, ne? Die arbeiten immer ein Jahr und dann sterben sie. Seltsam. So, wir warten immer noch auf die Steine hier oben. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal die... Ah, die Steine werden ja hier vielleicht abgerissen. Wir gucken mal, wenn das hier abgerissen wird, dann muss auf alle Fälle noch der Stein weggetragen werden, also der Kalkstein, und hier eingelagert werden. Aber vielleicht bekommen wir hier auch mal regulären Stein, der dann genutzt werden kann für unsere nicht die Brauerei, sondern für die, mir fällt der deutsche Name immer nicht ein, das ist so schwierig, Distillerie.
Für die Schnapsbrennerei, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ach, guck, 700 Steine, sehr schön. Wir brauchen... Oh, gar keine mehr. Okay, wir brauchen keine Steine mehr. Alles gut. Aber alles schnell abgebaut hier, fantastisch. Und es ist uns, glaube ich, auch nichts verloren gegangen. Hier Limestone, Kalkstein ist noch da. Das Einzige, was uns verloren gegangen ist, ist wahrscheinlich eine Ebene von dreien, die man nicht mehr rausbekommt. So, Barwin kommt jetzt an. Endlich, also jetzt funktioniert auch der Handel wieder. Wolle, Schaf, Buckwheat, Buchweizen. Können wir die... Wir haben keinerlei Käse mehr, sehr schade. Potash habe ich auch nicht. Nö, ich kann dir leider nichts verkaufen. Also wir werden jetzt mal die Schnapsbrennerei noch bauen und dann sind wahrscheinlich die Häuser hier drüben schon dran. Hier oben fehlt noch ein Haus. Und dann sollte das wieder passen mit ein bisschen Arbeitskräfte. Aber irgendwie hat man nie genug Arbeitskräfte. Ich habe das schon so oft gesagt. Ich kann noch so viele Häuser bauen. Es reicht einfach nicht. So, vielleicht, wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal die Farm ganz nach oben. Ja, wobei, wir machen die an zweiter Stelle. Die Farm ist nämlich schon komplett abgeholzt, wie man hier sieht. Das heißt, wir müssen... Ja, wir müssen jetzt nicht nochmal extra die Bäume delegieren, welche abgeholzt werden sollen. Man sieht ja, dass die Förster dann einfach irgendeinen Baum in nächster Nähe fällen. Das ist vollkommen okay. Aber was wir halt machen müssen, ist einfach jetzt abzuwarten. Eieiei. Also entweder ist unsere Grundsteuer jetzt wirklich so hoch. Weil die arbeiten beide. Einer als Fischer und einer hier in der Obstplantage. Und trotzdem können sie sich das nicht leisten hier. Ja, sie haben nur 0,5, 0,46 für Essen dann, ne, übrig. Weil die Grundsteuer so hoch ist. Also entweder wir packen die Grundsteuer nochmal ein bisschen runter. Wir könnten auch die Miete nochmal runternehmen. Ein Stückchen. Grundsteuer ist momentan bei 0,6. Wir gehen mal runter auf 0,5. Weil dieses, seht ihr das, das poppt jetzt schon ganz schön häufig auf hier. Also, dass die sich das aber nicht leisten können, hier bei 6 Einkommen. 4 und 2,2. 4, 2,45. Ich lasse das mal jetzt laufen. Ich lasse das jetzt mal laufen. Und wir schauen mal. Speck, Rückenspeck, Zwiebel und Wasser. Was will man mehr? Also, ne? Das ist eigentlich das Leben, das man führen will. Besser wird's einfach nicht. So, hier vorne könnte man vielleicht noch ein, zwei Häuser bauen. Muss jetzt nicht sein, ich gucke nur mal. Es wird auf alle Fälle noch das ein oder andere Haus hier reinpassen. Das wird auf alle Fälle passen. So, unsere Schnapsbrennerei ist fertiggestellt. Wir stellen mal ein. Guck mal, ob hier ein oder zwei Leute rein müssen. Vielleicht müssen, ja, müssen auch zwei Leute arbeiten. Ich würde fast jetzt umstellen auf Charcoal, Leute. Ich glaube, wir haben mittlerweile die Kohle im Griff, oder? 3800. Dadurch, dass wir nicht mehr die ganze Kohle jetzt hier für diesen Ofen verbrauchen, wird auch die nicht mehr so verbraucht. Wir stellen jetzt doch um. Wir stellen doch um auf Charcoal, Leute. Und dann schauen wir mal. Oh, es wird bereits gebraut, Leute. Keine Ahnung, wo jetzt... Kam jetzt doch die Gerste nochmal hier raus? Es wurde jetzt doch schon angefangen zu brauen. Wir bekommen gleich unser erstes Bier. 500 Einheiten Bier, sehe ich das richtig? Give me the Bier. Wer ist the Bier? Da ist the Bier. Und irgendjemand hat gleich mal 500 Einheiten reserviert. Aber das sind die, die jetzt quasi hier unten dann eingelagert werden. Irgendwo. Miet. Genau.
Die werden hier unten eingelagert und dann am Stand hinterlegt, aber noch nicht verkauft. Wir sind bei 192 Bewohnern. Wir brauchen noch 8 Bewohner, damit unsere Taverne anläuft. Und hier vorne brauchen wir noch den Weizen. 500 Weizen. Und da gucken wir mal. Wir lassen das mal auf ein Batch. Ich glaube, das ist momentan ganz okay, weil 500 Bier, ich glaube nicht, dass sich das so schnell, also dass das so schnell dann weg ist. Vor allem, wenn wir nichts exportieren. Das müsste auf alle Fälle jetzt dann hier oben auftauchen. Genau, 100 Bier am Stand. Fantastisch. Ich würde fast sagen, wir schmeißen hier Met raus und packen sämtlichen Alkohol hier oben an diesen Stand hier. Und schmeißen dich hier raus. Dann hätten wir vielleicht noch Platz für irgendwas anderes. So, ey, der Katschi schon wieder. So ein Zufall. Boah, nochmal 500 Sonnenblumenöl. Wir schrammen aber auch immer so ein bisschen, ne, an den 1000, 2000 Goldeinheiten. Aber so richtig reich werden wir aktuell nicht. Aber gut. Der Staat soll ja auch nicht reich werden. Er soll ja die Bürger versorgen. Das ist das Wichtigste. Und wichtig ist, dass wir jetzt endlich 200 Leute bekommen. So, jetzt ist hier oben unsere Farm noch nicht fertig, aber fast fertig. 600 Stroh fehlt noch. Ich bin auch mit der Thatchery hier unten nicht einverstanden. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier die umsetzen. Aber die Frage ist nur, wohin? Ja gut, es ist ganz okay. Es ist ganz okay, wenn hier am Flussrand, am Fluss hier unten dann trotzdem noch ein paar so Arbeitsgebäude sind. Wir haben ja auch die Fischerei zum Beispiel. Das passt, das ist okay. So, die Farm ist fertiggestellt. Das heißt, wir werden jetzt mal einen Manager einstellen. Wir werden nur Frauen einstellen. Wir werden alles liefern lassen. Dann Supply für Ochsen. Die brauchen wir dann noch. Haben wir denn aktuell Ochsen, die wir abstellen können? Das ist jetzt hier die Frage. Das ist gar nicht schlecht. 2 Monate ist zu jung. 5 Monate. 1 Jahr hier. 1 Ochse. Nochmal 1 Ochse. Nochmal einer. Nochmal einer. Ja, die sind schon sehr alt. 2 Jahre wäre noch okay. Wir gucken mal hier rüber. Ein Jahr passt. Und dann hätten wir nämlich jetzt 3 Ochsen, die wir jetzt hier noch rüberbringen können. Ah, wie ging das nochmal? Müsste die irgendwie rüberziehen, oder? Oder wir bestellen die jetzt einfach. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie wir die steht Relocate. Ich glaube, die werden automatisch jetzt geholt, oder? Bin ich mir ehrlicherweise jetzt nicht sicher. Hat er hier auch Protect drin bei den Bullen, komischerweise mit 6 Jahren? Na gut. Aber wir brauchen auf alle Fälle hier was zu essen. Wenn ich jetzt die Ochsen hier reinstelle, dann sterben die ja gleich, oder? Uiuiui. Dann aber hurtig, Leute, hurtig. So, wir müssen ein Feld festlegen. Das heißt, wir werden hier, ja, wir können ja hier mal direkt anbauen. Wir machen hier das Feld, dann könnt ihr hier rausgehen, hier hochgehen. Es wurde angeraten, man soll immer so 50 Einheiten verwenden. Das klappt ja nicht immer so richtig. So, 50. Place is occupied. Liegt hier noch irgendwas? So. Gut. Also wir machen mal größere Felder. Und dann lassen wir das mal ab.
holzen und dann machen wir das nächste Feld erst. Wasser hier oben. Ja, wir könnten noch einen Brunnen, extra einen Brunnen vielleicht irgendwo hier in der Nähe planen. Hier in der Brauerei wäre ja gar kein Problem, wenn wir den einfach hierher setzen noch. Ja, es ist mitten auf dem Weg jetzt. Hier vorne zum Beispiel. Und dann können die hier runterlaufen für Wasser. So, wir haben zumindest schon Heu hier drin. Das ist schon mal gut. Was ich auch gerne noch machen möchte, ist, dass wir nochmal ein Heulager bauen. Und zwar hier vorne. So. Damit wir das auch nochmal nutzen können. Es ist schon wieder jemand gestorben? Ich wollte vorher nichts sagen, ne? Aber sieht schon wieder sehr seltsam aus jetzt, dass die alle jetzt auf einmal sterben. So, Sophia. Oh, die ist aber schon länger hier. 5 Jahre. das ist ja das Geburtsjahr. Okay, arrived, also angekommen 17:30, dann bei den Kühen gearbeitet und in 5 Jahren dann verstorben. Na gut, das ist halt der Punkt, wenn da alte Leute ankommen, dann sterben die halt auch. Wir schreiben den Dezember mittlerweile schon. Wir gucken mal kurz in unsere Läger. Das ist, ja, da ist einiges drin. Da ist einiges drin. Guckt euch mal an, hier getrocknete Früchte 2000, Garlic, Knoblauch 2000. Super, Leute. Also ich bin mächtig stolz auf meine Bevölkerung hier. Das ist richtig gut. Und da kommt die zweiten Ochsen rein. Wir hätten die eigentlich jetzt noch gar nicht gebraucht. Die stehen jetzt wirklich nur wahrscheinlich jetzt 2 Jahre rum, bis hier vorne alles gefällt wurde. Ah, ein bisschen doof gelöst jetzt. Ich weiß nicht, ob das nicht zu lange dauert, bis das jetzt alles gefällt wurde. Vor allem, wir müssen das Holz ja jetzt irgendwie verbrauchen. Das dauert jetzt 5 Jahre, bis ich hier ein Feld freischaufle. Aber was willst du machen, ne? Der ideale Platz ist hier oben. Der ideale Platz, beschließt der Bürgermeister, ist hier oben. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit dem Feld. Hier vorne könnte man dann noch schön eine Hopfenfarm reinsetzen. So ein bisschen in die Ecke, ne? Hier diesen Hügel mitnehmen. Oh, der Katschi schon wieder. Ich werde wahnsinnig. Wieso denn immer der Katschi und Baller? Eieiei. Vielleicht haben wir einen schlechten Ruf bei den anderen? Ich weiß es nicht. So, die ersten Häuser werden jetzt hier gebaut. Das heißt, hier oben sind wir schon fertig. Wunderbar. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir werden auf alle Fälle nochmal einen Förster hier einstellen. Wir suchen immer noch jemanden für die Schnapsbrennerei. Es fehlt an Kohle und an Weizen. Aber Weizen kann durchaus sein, dass eigentlich nicht mehr da ist, ja. Wir haben wieder ein bisschen Flachs bekommen. Hanf ist auch da, das heißt, wir bekommen Textilien und wir können wieder Klamotten machen. Wunderbar. Leute, passt. Wir haben noch kein Leder für Schuhe, weil an was fehlt es? An Schafen? Kann es sein, dass es an Schafen fehlt? Wir können ja jetzt quasi, können wir eigentlich jetzt hier auch 3 Batches machen? Und dann fängt aber trotzdem der erste Batch an, sobald hier alles drin ist. Sobald hier 500 drin sind, müsste doch der erste Batch ohne Probleme starten können. Wäre jetzt mein Tipp. Wir müssten das mal beobachten. Wir brauchen noch ungefähr 60 Gersteneinheiten, die wir aber nicht mehr haben. Ja, hier vorne wäre noch Gerste, aber die Schweinerei rückt das nicht raus. Unverschämterweise. Ich pack mal das Feld ganz nach vorne. Ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, wenn dieses Feld hier vorne steht. Weil die Förster deswegen nicht noch schneller abholzen.
Aber wir packen es trotzdem mal nach vorne. Genauso wie den Brunnen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal die Zeit laufen lassen. Und wir brauchen noch 4 Leute, bis die Taverne dann eröffnet werden kann. Feierlich eröffnet werden kann, möchte ich anmerken. Dann hoffe ich mal, dass die Leute sich ordentlich besaufen. Nein, hoffe ich natürlich nicht. Drogen und Alkohol ist ja das Gleiche eigentlich, aber ist schlecht, alles schlecht. Nur in Maßen, nicht in Massen. Und nicht einfach immer alles reinschütten. Das rät euch euer Bürgermeister. So, Schmiede. Nägel sieht auch ganz gut aus. Wir haben hier die Heu-Dings fertiggestellt. Wo war das? Hier oben. Perfekt. Oh, der Katschi. Das muss irgendein Bug sein. Ich kann mir das nicht anders erklären, ehrlicherweise. Wir könnten mal gucken, ob wir hier Leder kaufen. Schuhe. Haben wir denn noch Schuhe? 400 Schuhe? Doch, das reicht noch. Schuhe passt schon noch. Alles gut. Der Punkt ist, der Punkt ist, wir müssen jetzt quasi unsere Kühe wieder auffüllen, weil wir ja die Ochsen rausgenommen haben. Das dauert. Das dauert. Es geht schon gut vorwärts, aber es dauert. Das dauert noch 1-2 Jahre, bis das Feld hier oben fertig ist. So viel sei schon mal gesagt. Der Bürgermeister überlegt, was er euch sonst noch erzählen kann. Ihm gehen langsam die Themen aus. Nein, jetzt ist schon wieder jemand gestorben. Jetzt sterben alle weg. Alle sterben jetzt langsam weg. So. Rüna. Auch angekommen, ne? Gearbeitet und gestorben. Allerdings 7 Jahre hier noch im Dorf verbracht. Wir könnten natürlich in der Zwischenzeit mal anfangen, ein bisschen so die Dorfgestaltung ein bisschen zu verschönern. Macht man das so? Sagt man das so? Die Dorfgestaltung verschönern? Nee, das Dorf verschönern. Aber ihr wisst ja, wie ich hier beim Gestalten bin. Ein paar Bäume konnte ich anpflanzen, aber das war es dann auch schon. Was man machen könnte, wir könnten noch ein paar so Bänke setzen. Und zwar hier oben zum Beispiel, wo die Leute sich ausruhen können. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich mittlerweile auch ein bisschen Zweifel habe, ob das mit den Bänken überhaupt noch so funktioniert, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Oh, da wäre eine schöne Bank hier drin, oder? Wäre ganz schön. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das irgendwie doch nicht so funktioniert. Ist echt ganz komisch. Ich habe ganz viele Bänke platziert, aber ich sehe selten Leute, die sich da niederlassen. Was ja auch vielleicht für unsere Leute spricht, ne, weil sie wenig Pause machen. Aber trotzdem, so hier vorne bei der Brauerei fehlt auf alle Fälle noch eine Bank zum Hinsetzen. Und hier auch. Nach der Bierprobe quasi ein bisschen hier in die Sonne setzen. Ich glaube, das ist ganz okay. So, hier ist eine Bank. Ich habe schon ganz schön viele Bänke platziert, ne? Aber es... So, endlich mal ein neuer Händler, Meriva. Hanfwied. Oh, wir könnten ein bisschen Weizen einkaufen für den Schnaps. 1000 Weizen kostet gerade mal schleppische 100 Gold. Die nehmen wir mit. Und das war's erstmal. Ich weiß noch nicht so ganz, ob wir uns schon um die Pferde auch kümmern sollen. Ich würde die Pferde ehrlicherweise noch ein bisschen außen vor lassen. Getrockneter Fisch, das sieht ja ganz ordentlich aus. 100 Stück. Da könnte man noch erhöhen, auch vielleicht. Wisst ihr was, wir erhöhen mal ein bisschen den getrockneten Fisch, weil wir doch ganz schön viel haben. Gehen mal auf 300 hoch. So. Rückenspeck. Komischerweise Eier
haben wir fast keine hier. Können noch irgendwie vielleicht zu 300 Eisen verkaufen. Oh, die können wir doch noch verkaufen hier, die 14. So. Und natürlich das Salz. So, sehr schön. Den kompletten Export-Tab ausgenutzt jetzt. Na gut. So, wichtig ist, dass die Tiere hier ihr Heu bekommen. Hier vorne müsste dann Heu eingelagert werden. Irgendwann mal. Wir könnten natürlich noch ein paar so Heudinger platzieren. Aktuell ist ja noch Platz. Und wir können die ja auch wieder abreißen, sobald wir die nicht mehr benötigen. Gut, wir müssen noch 51 Bäume sind hier noch in dem Feld. Echt jetzt 51 noch? Das ist zum Henker. Die Kohle funktioniert. Dann hier vorne fehlt es noch an Gerste immer noch. Was wird denn aktuell jetzt dieses Jahr angebaut? Kartoffeln, Weizen, Buchweizen, Hanf, Flachs, aber keine Gerste. Na gut, ah, wie hier alle arbeiten. Guck mal, wie viele Arbeiter wir hier haben. Ja, Wahnsinn. Nicht schlecht. Und das gefällt mir richtig gut, dass wir hier endlich mal auch, dass der Kohlebetrieb richtig gut läuft. Das gefällt mir. Gut, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Hätte ich jetzt fast wieder eine überlange Folge gemacht. Nein, dieses Mal nicht. In der nächsten Folge gucken wir mal. Wir müssen ein bisschen die Zeit laufen lassen. Es tut mir leid, wenn nicht so viel passiert jetzt hier. Ich würde euch gerne mehr zeigen. Aber aktuell sind wir dabei, entsprechend Leute anzusammeln. Wir sind bei über 200. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir die Taverne eröffnen. Und werden einfach ein bisschen zugucken, was noch so hier in der Stadt los ist. Wir könnten noch weiter bauen, aber ich will jetzt nicht irgendwie 10 verschiedene Baustellen auf einmal eröffnen und dann immer hin und her springen, sondern ich würde mich gerne immer so auf ein, zwei Dinge konzentrieren und euch die zeigen, auch wenn dann natürlich ein bisschen die Leerlaufzeiten dazwischen hängen. Aber da werde ich mir mal was überlegen, vielleicht, dass wir doch schon mal anfangen, in die neuen Gebäude zu investieren oder zumindest überlegen, wohin wir die bauen.